Hallo ihr Lieben, mein Name ist Julia Larkemper, ich bin Mindset Coach aus Berlin und ich bin dafür zuständig, dass du innerlich erfüllt und finanziell erfolgreich wirst. Zumindest ist das meine Mission und wenn du Lust hast, lass dich doch mitnehmen. Es gibt jetzt für diese Woche ein kleines Format und zwar werde ich von heute an, hallo Christiane, von heute bis Sonntag Money Mindset Minis verteilen. Das heißt, ganz, ganz knackige, kurze Tipps geben, wie du dein Mindset schon überarbeiten kannst. Und heute geht es ums Thema Bewusstsein. Also schau doch mal, wo bist du im Mangel? Also wo verspürst du keine Leichtigkeit, kein Vertrauen, kein Glück? Wo ist es dir zu eng? Wo spürst du halt wirklich, wo dir etwas fehlt. Und zwar geh da mal auf deine unterschiedlichen Lebensbereiche. Also schau mal, wie sieht es bei dir in der Gesundheit aus? Wie ist es natürlich in deinen Finanzen? Ne? Wie fühlst du dich da? Fühlst du dich da im Mangel oder in der Fülle? Fühlst du dich da? Hallo Christiane. Ja, super. Genau, ist ja auch ganz spontan unangekündigt. Und schau mal bei deinen Beziehungen. Na, bist du da? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich in der absoluten Fülle? Hast du das Gefühl, das ist das, was du dir wünschst von deinem Leben? Wie ist es in der Familie? Wie ist es in deiner persönlichen Weiterbildung? Wie ist es in deiner Spiritualität? Und wie ist es, ja, wenn die Finanzen, die hatte ich ja schon. Ne? Ich gucke jetzt gerade nochmal auf meinen Spickzettel. Nee, Beruf und Karriere habe ich übersprungen, ja, auch ganz wichtig. Ne? Also wie happy bist du mit deinem Job? Wie glücklich bist du mit deinem Beruf, mit deiner Karriere? Und da schau mal auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich einschätzen? Und ich würde sagen, also wenn 1, ich bin da überhaupt nicht glücklich und 10, ich bin da sehr glücklich ist, und alles unter 5 ist auf jeden Fall Mangel. Ne? Das mal als kleine Übung. Ich wiederhole nochmal die Lebensbereiche in unterschiedlicher Reihenfolge. Also Beziehung, Beruf und Karriere, Gesundheit, Familie, persönliche Weiterentwicklung, Finanzen und Spiritualität. Das sind die großen Lebensbereiche. Also schau dir das mal an und dann evaluiere, analysiere auf einer Skala von 1 bis 10, bewerte auf einer Skala von 1 bis 10, wo du dich da einordnen würdest in deinem Glückszustand. Und da schaffst du halt ein Bewusstsein dafür, wo du im Mangel bist. Und das ist ganz wichtig, um dann die nächsten Schritte zu definieren, wie du da weitermachen kannst. Oh, jetzt klingelt auch mein Telefon. Super, dann bin ich hier fertig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.